Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wo ihr den Donnerhelm in Zelda Breath of the Wild finden könnt. Gefällt euch mein Content, dann unterstützt dich mit einem Like, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wo ihr alle Rüstungssets, inklusive der Amiibo-Rüstungssets, in Zelda Breath of the Wild finden könnt, welche Vorteile die Rüstungssets beim Tragen haben und wo ihr die benötigten Materialien für alle Upgrades finden könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit dem Donnerhelm. Den Donnerhelm gibt es nicht als komplettes Rüstungsset. Es gibt im Spiel lediglich den Donnerhelm, ja, als Helm. Ignoriert deshalb im gesamten Video die Rüstung und die Hose, die Link trägt. Den Donnerhelm erhaltet ihr erst relativ spät im Spiel. Ihr bekommt den Donnerhelm von Königin Ryu in der Gerudo-Stadt. Damit ihr den Donnerhelm aber überhaupt erhalten könnt, müsst ihr einige Dinge erledigen. Zuerst benötigt ihr Zugang zur Gerudo-Stadt. Wie ihr das Damenrüstungsset erhalten könnt, habe ich euch in der Infokarte oben rechts verlinkt. Habt ihr Zugang zur Gerudo-Stadt, dann lauft zum Thronsaal. Sprecht dort mit Königin Ryu über den Titanen Phanaboris. Bevor es aber in den Titanen geht, müsst ihr noch den Donnerhelm von den Yiga zurückholen. Geht hier Richtung Nordwesten zum Kalzertal. Im Yiga-Versteck angekommen, fackelt die Vorhänge im ersten Raum ab. Wichtig ist das Banner rechts von euch. Dort geht es weiter ins Yiga-Versteck. Im Versteck ist wichtig, dass euch die Yiga-Offiziere nicht sehen, denn dann steht euch ein harter Kampf gegen die Offiziere und weitere Yiga-Bogenschützen an. Ich erkläre euch deshalb den schnellsten Weg, ohne entdeckt zu werden. Wartet beim ersten Offizier, bis er um die Ecke abgebogen ist und gleitet dann mit eurem Gleiter bis zum Ende und lauft weiter. Der zweite Yiga-Offizier bewegt sich nicht vom Fleck. Nutzt hier eine Schwertbanane und werft diese auf den Weg direkt in Blickrichtung des Offiziers. Nutzt hierfür unbedingt Steuerkreuz nach unten, damit werft ihr weiter. Sobald der Offizier zur Banane läuft, geht links um die Deckung und lauft durch das Tor. Als nächstes klettert ihr die lange Leiter bis ganz nach oben. Oben angekommen ist direkt rechts eine Öffnung und darunter eine Plattform. Lasst euch auf die kleine Plattform fallen, jetzt ist Timing gefragt. Ihr müsst nun im richtigen Moment zur Leiter gleiten. Macht das am besten, wenn der hintere Jägeroffizier nach rechts läuft. Klettert anschließend noch schnell die Leiter hoch und lauft zum letzten Tor. Vor dem letzten Tor steht nun ebenfalls ein Jägeroffizier. Nutzt hier erneut den Schwertbananentrick und lasst von oben eine Banane nach unten fallen. Der Jägeroffizier läuft dann zur Banane und ihr könnt euch fallen lassen und dann durchs offene Tor gehen. Und das war's auch schon. Macht noch die Truhe auf und schon erhaltet ihr den Don... Eine Schwertbanane? Da wurdet ihr aber schön verarscht. Macht aber nichts, direkt rechts, die Wand ist aus Metall und lässt sich bewegen. Nutzt hier euer Magnetmodul und dreht die Wand, damit ihr hindurchlaufen könnt. Tja, und das war's für euch. Ihr seid in der Falle und müsst nun gegen den Anführer der Yiga, Koga, kämpfen. Aber keine Sorge, der Kampf ist ein Kinderspiel. In der ersten Phase schießt ihr Koga mit einem Pfeil ab, sobald er eine Steinkugel über sich beschworen hat. Damit bekommt er Schaden und ihr könnt ihn mit eurer stärksten Waffe nochmal ordentlich einheizen. Das wiederholt ihr so lange, bis er in die zweite Phase wechselt. Hier ändert sich eigentlich kaum etwas. Er beschwört nun zwei Kugeln, die sich um ihn drehen, bevor sie auf euch zufliegen. Trefft Koga einfach mit einem Pfeil, sobald eine der Kugeln über ihm schwebt und verprügelt ihn dann wieder mit eurem Schwert. Das wiederholt ihr nun wieder bis zur letzten Phase. Jetzt rastet Koga richtig aus, aber keine Sorge, es bleibt weiterhin so einfach. Koga beschwört nun eine große, stachelige Eisenkugel. Wartet nun, bis er die Kugel in eure Richtung wirft, nutzt dann euer Magnetmodul und bewegt die Kugel zurück auf Koga. Das macht ihr nun noch ein weiteres Mal und das war's dann auch schon. Zum Schluss beschwört Koga eine riesige Stachelkugel und tötet, naja, damit sich selbst. Vor seinem Tod verflucht euch Koga aber noch und Jägerbogenschützen und Offiziere tauchen ab sofort komplett zufällig auf eurer Reise auf und greifen euch an. Öffnet jetzt noch die Truhe und dieses Mal erhaltet ihr wirklich den Donnerhelm. Geht jetzt wieder in die Gerudo-Stadt und sprecht mit Ryu. Jetzt habt ihr alles Nötige, um euch dem Titanen Phanaboris zu nähern.
Denn um den Donnerhelm zu erhalten, müsst ihr unbedingt den Titanen Phanaboris vollständig abgeschlossen haben. Den Titanen nun zu erklären, würde das Video komplett sprengen. Wenn ihr gerne Guides zu den Titanen und zu den Bosskämpfen von mir sehen wollt, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Falls ihr aber aktuell Hilfe braucht, dann schaut doch gerne mal in mein 100% Zelda Breath of the Wild Let's Play. Ich habe euch die komplette Playlist in der Infokarte oben rechts verlinkt. Habt ihr Phanaboris vollständig abgeschlossen? Dann geht nun wieder zurück in die Gerudo-Stadt zum Thronsaal. Direkt links vor Ryu befindet sich nun der Donnerhelm. Sprecht den Donnerhelm an und sagt Ryu, dass ihr ihn gerne haben wollt. Damit startet ihr die Nebenaufgabe der Schatz der Gerudo. Um den Donnerhelm nun zu erhalten, ist es eure Aufgabe, noch 4 weitere Nebenaufgaben in der Gerudo-Stadt zu erfüllen. Die Nebenaufgaben sind edle Steine, das Moldora-Herz, der Umweltzünder und die Suche nach Baretta. Ich erkläre euch jetzt im Detail, wie ihr die 4 Nebenmissionen schnell abschließen könnt. Starten wir mit edle Steine. Geht hier zum Edelsteinladen direkt rechts vom Eingang der Gerudo-Stadt und sprecht mit Aisha. Sie benötigt für die Eröffnung ihres Ladens 10 Feuersteine. Feuersteine bekommt ihr in ganz Hyrule zufällig von normalen und seltenen Erzbrocken. Ihr findet gleich 4 normale und 2 seltene Erzbrocken südöstlich der Ranel-Spitze bei der Ahornhalbinsel. Wie schon gesagt, droppen Edelsteine nur per Zufall. Wollt ihr aber zu 100% zum Beispiel Feuersteine bekommen, dann speichert einfach vor einem Erzbrocken ab und ladet erneut, falls ihr nicht die gewünschten Feuersteine erhalten habt. Gebt Aisha anschließend die 10 gesammelten Feuersteine und sucht euch eines der 3 Schmuckstücke aus Aishas Sortiment aus. Damit ist die erste Nebenaufgabe bereits abgeschlossen. Übrigens, falls die Personen aus den 4 Nebenaufgaben mal nicht dort sind, wo ich es euch beschreibe, dann schlaft bis zum nächsten Mittag. Denn alle Personen befinden sich garantiert zur Mittagszeit an den genannten Positionen. So, weiter geht es mit das Moldora-Herz. Lauft hier zum Übungsplatz. Der befindet sich direkt rechts vom Thronsaal und sprecht mit Malena. Sie benötigt dringend für ihren kranken Mann ein Moldora-Herz. Verlasst hierfür die Gerudo-Stadt und geht nach Westen zu den Torma-Dünen. Hier findet ihr ein Moldora. Bewegt euch kurz im Sand und legt anschließend eine Bombe auf den Boden. Steigt nun auf einen Felsen und wartet, bis das Moldora die Bombe gefressen hat, sprengt die Bombe und schlagt anschließend mit all eurer Kraft auf das Moldora ein. Das wiederholt ihr nun so lange, bis das Moldora besiegt ist. Falls das Moldora mal komplett ausrastet und an der Oberfläche wütet, dann bleibt einfach auf dem Felsen und wartet, bis es wieder im Sand abtaucht. Schnappt euch anschließend eines der Moldora-Herzen und gebt es Malena in der Gerudo-Stadt. Zum Dank erhaltet ihr 300 Rubine und damit ist die 2. Nebenaufgabe abgeschlossen. Machen wir weiter mit der Umweltzünder. Geht hier in der Mitte der Gerudo-Stadt nach rechts und biegt dann direkt wieder rechts ab. Hier findet ihr das kleine Mädchen Talia. Sie würde gern ein Beet anlegen, aber das dort fließende Wasser ist komplett verschmutzt. Klettert also nach oben und folgt einfach den Obstresten, die im Wasser schwimmen. In der Nähe des Thronsaals entdeckt ihr dann Caliban. Damit sie aufhört, sich mit Melonen vollzufressen und das Wasser zu verschmutzen, möchte ich sie von euch 10 Wildbeeren. Das einfachste Gebiet, komplett ohne Kälteschutz, liegt in Hebra direkt beim Stall der Orni. Lauft hier einfach einmal um den Stall, hier findet ihr genau 10 Wildbeeren. Gebt in der Gerudo-Stadt anschließend Caliban die 10 Wildbeeren und geht dann wieder zu Talia und berichtet ihr, dass das Wasser ab sofort wieder sauber ist. Als Belohnung erhaltet ihr eine Frostmelone und zusätzlich könnt ihr ab sofort bei Talias Beet Wildbeeren ernten. Damit ist die 3. Nebenaufgabe abgeschlossen. Zum Schluss fehlt nur noch die Suche nach Baretta. Geht hierzu erneut zum Übungsplatz der Gerudo direkt rechts vom Thronsaal und sprecht mit Lanya. Dort gibt es aktuell bereits eine hitzige Diskussion über die verschwundene Baretta. Hört einfach zu und so aktiviert sich die Nebenaufgabe die Suche nach Baretta. Verlasst den Übungsplatz und lauft direkt links aus der Gerudo-Stadt, alternativ nehmt euch eines der Sandrobben. Geht nun nach Südwesten bis fast zum Ende der Wüste zum Gerudo-Riesenfossil. In diesem Gebiet braucht ihr zwar einen Hitzeschutz der Stufe 2, aber seid ihr schnell genug und habt einige Herzen übrig, schafft ihr es auch so bis zum Gerudo-Riesenfossil. Ihr findet dort die erschöpfte Baretta. Damit sie wieder auf die Beine kommt, möchte sie von euch einen Maxi-Durian. Theoretisch findet ihr davon Unmengen in Feron, aber kauft euch doch einfach einen in der Gerudo-Stadt, bevor ihr zu Baretta geht, das geht am schnellsten. Habt ihr den Maxi-Durian dabei, gebt ihn Baretta und daraufhin geht sie wieder zurück in die Gerudo-Stadt.
sprecht in der Gerudo-Stadt dann erneut mit Lanya und zum Dank erhaltet ihr 100 Rubine und damit ist auch die vierte Nebenaufgabe abgeschlossen. Geht jetzt zurück in den Drohensaal zu Ryu und sprecht mit ihr. Zum Dank für eure Hilfe erhaltet ihr den Donnerhelm und die Nebenaufgabe, der Schatz der Gerudo, ist ebenfalls abgeschlossen. So, jetzt habt ihr den Donnerhelm erhalten. Kommen wir nun zu den Effekten. Der Donnerhelm hat einen speziellen Effekt. Tragt ihr den Donnerhelm, bekommt ihr keinen Schaden mehr durch Elektroangriffe. Mit dem Donnerhelm werdet ihr nicht mehr geschockt und lasst also auch eure Waffen nicht mehr fallen. Ihr könnt sogar ohne Probleme vom Blitz getroffen werden. Nutzt den Donnerhelm also unbedingt, wenn ihr wieder gegen Elektrogegner kämpft oder gerade ein heftiges Gewitter tobt. So, und da sich der Donnerhelm nicht upgraden lässt, war es das auch schon. Jetzt habt ihr den Donnerhelm mit einem Rüstungswert von 3 erhalten. In weiteren Videos erfahrt ihr dann, wo ihr die anderen Rüstungssets finden könnt, welche Effekte die Rüstungen haben und woher ihr das nötige Material für die Upgrades bekommt. Bevor es mit dem Amiibo und DLC-Rüstungen weitergeht, möchte ich euch noch die restlichen Rüstungssets und Rüstungsteile aus dem normalen Spiel zeigen. Es fehlen nur noch das Leuchtrüstungsset und die Schnee- und Sandstiefel. Schreibt mir gerne einen Kommentar, welches der drei Rüstungsteile ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch mein Video zum Dunkelrüstungsset oben rechts in der Infokarte verlinkt. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!